Herzlich willkommen zu einem der Sommerprojekte 2023. Wir beginnen mit Newer Summer Sun. Nicht nur in echt haben wir maximal abartig hohe Temperaturen. Es sind gerade 31 Grad und die Sonne knallt wie nichts Gutes. Wir machen den zweiten Spielstand voll. Spielen natürlich alleine, weil ich keine Freunde habe. Lull. Und ja, nicht nur hier in echt ist es warm, sondern auch im Pilzkönigreich. So, hier übliche Kacke mit, keine Ahnung was hier, Geburtstag. Das Intro wurde nicht verändert. Ja, ich glaube, das können wir auch vorspulen, oder? Hebt die Hand, wenn ihr dafür seid, dass wir vorspulen. Sehr schön, dann machen wir das. Okay, es geht doch nicht so viel schneller. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es deutlich schneller geht. Ja, blabliblub. So, hier Items reinschmeißen. Geil. So, leider sind da auch die Texturen noch nicht geändert. Aber ihr werdet gleich sehen, wie schön das Spiel aussehen kann, wenn die Texturen auf Sommer gestellt sind. Ihr seht, wir haben hier einen richtig wunderschönen Sommerabend. Und ich bin ehrlich, irgendwie finde ich die Optik schon viel geiler als im Original. Schauen wir mal, wie oft wir hier verrecken. Ich spiele wieder mit dem alten kaputten Controller. So. Ich habe aber ein paar Dinge umgestellt. Das heißt also, ich sollte vielleicht bessere Steuerung haben können. Denn ich benutze jetzt andere Knöpfe. Spricht nicht vielleicht... Spricht nicht gerade für den Controller hier. Aber okay, ist auch China-Schrott. Von daher alles gut. So, da oben ist ja direkt die erste Starcoin. Hier irgendein One-Up, oder? Yes. Das kriegen wir aber nicht, weil ich doof bin. Ah, okay, da müssen wir... Ah, nee, da müssen wir so mit dem hier. Warte. So. Alles klar. Ja, natürlich, ein Sommerprojekt. Warum? Ja, einfach weil. Ne? Ich hab Bock drauf und ich denke mir mal, irgendwie muss man ja auch das schon ziemlich warme Wetter zelebrieren. So. Und wann kann man das denn mal tun? So. Ich denke nämlich, warmes Wetter mag nicht jeder. Und ich bin leider auch einer, der warmes Wetter absolut nicht mag. Ich bin nämlich eher jemand, der gerne, ich sag mal, im Herbst chillig zu Hause sitzt. Und keine Ahnung. Ich bin einfach nicht so der für warmes Wetter ist. Ich bin einfach nicht so einer. Ne? Und deswegen bleibe ich auch gerne im Sommer, wenn es wirklich sehr warm ist, drinnen und spiele meine Lieblingsspiele. Und da wir ja hier sowieso irgendwie, ich sag mal, Beschäftigung haben wollen auf dem Kanal, dachte ich mir, spiel doch mal wieder Newer Summer Sun. Du hast das nämlich das letzte Mal gespielt, irgendwie, keine Ahnung. Wann habe ich das gespielt? 2021 oder so? Also auch wieder 2 Jahre her. Man kann das ruhig mal machen. So, Newer Summer Sun ist ein mega schönes Spiel. Und der hat sich gerettet, der Arsch. Ein mega schönes Spiel. Ich glaube, den müssen wir mitnehmen, oder? Wartet mal. So, irgendwo hier hin mitnehmen. Ah, fuck. Nee, komm, mach mal hier die Wippe hoch. So, und ich habe mir überlegt, ob ich mir nicht noch ein zweites Sommerprojekt zutraue. Ja, und ja, ich bin ehrlich, wir schauen mal. Lasst euch überraschen. Wenn es jetzt nicht kommt, dann kommt es wann anders. Also keine Sorge, es wird kommen. So, und da oben ist die nächste Starcoin. Ich hoffe, das ist die zweite. Yes, es ist die zweite. Dann brauchen wir das hier wohl doch nicht. Dann können wir das auch uns in den Arsch schieben. Okay, wir brauchen es doch, oder? Das da unten sieht so suspekt aus. Da kann man drunter schwimmen. Ja, doch, okay. Hier ist die letzte Starcoin. Schön. Das war das erste Level. Sehr nice. Ich hoffe nur, dass wir auch genauso gut durch das ganze Spiel kommen. Denn, ja, Newer Summer Sun, ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung, leider. Ich habe ein altes LP, frisch aus der Corona-Zeit. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe seit Corona Sommerprojekte nicht mehr gefühlt. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil eh alles zu war und man nichts richtig machen konnte. Und deswegen fand ich irgendwie, weiß ich nicht, da war das schöne freie Gefühl im Sommer einfach weg. So, auch wenn es arschwarm war, das freie Gefühl war einfach nicht mehr da. So. Oh, Yoshi's Island. Oder? Doch, Yoshi's Island. Oh, geil, Yoshi's Island. Ich muss einmal ganz kurz hier das Spiel etwas leiser drehen. Moment mal. Das ist doch schon ziemlich laut. Okay.
Für euch dürfte sich nichts ändern, oder? Nö, für euch ändert sich nichts. Okay, dann lasse ich es mal so, denn so ist es ziemlich gut. Ja, wie gesagt, das freie Gefühl war halt weg und irgendwie, keine Ahnung, ich habe das nicht so ganz dann gefühlt, ein Sommerprojekt zu starten, weil für mich ist ein... Oh fuck, bin ich dumm, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Doch, tue ich, okay, gerade so. Denn Sommerprojekt ist für mich immer halt das freie Gefühl, das man halt im Sommer hat, zu zelebrieren. Oh mein Gott. Wartet. Ja, ganz knapp geschafft. Warte, wir machen das mal so. Benutzen den hier zum Aufräumen. Oh, fuck. Ah, scheiße. Nicht so gut aufgeräumt hier, aber egal. Das war die erste Starcoin. Ja, habt ihr das auch so, dieses Freiheitsgefühl im Sommer irgendwie? Ich weiß nicht. Das ist halt... Ich finde, man kann es mittlerweile gut vergleichen mit Corona halt, wie gesagt. Dadurch, dass da halt eben nichts auf war und man halt ein paar Probleme hatte, war es halt einfach nicht mehr da. Und dieses Gefühl kann man jetzt so dadurch super beschreiben. Das konnte man davor irgendwie nicht. Davor musste man da immer irgendwelche Gedankenexperimente machen und so ein Scheiß. Heute können wir aus erster Hand reden und sagen, ja, meine Fresse, wir hatten halt alle... Wir waren halt eingeschränkt. So, wir waren eingeschränkt und konnten nicht so viel machen. Und daher können wir dieses Gefühl jetzt dadurch auch besser beschreiben. So, ist halt so. Und... Ich bin ehrlich, man muss halt sagen, wenn man sowas machen will, wenn man unbedingt sowas im Sommer bringen will, dann muss man auch die Motivation dafür haben und ich sag mal halt auch die geistigen Mittel, keine Ahnung, wie nennt man denn so einen Scheiß? So, man muss halt in der Lage dafür sein, man muss sich dafür auch bereit fühlen und nicht einfach nur irgendeinen Scheiß machen. Geht's hier hoch oder so? Nee. Schade. Schade, schade. Oh, das war dumm. Ah, fuck, das war dumm. Ich hoffe, wir brauchen die nicht. Oder wir, nicht, dass wir irgendwie groß sein müssen oder so ein Scheiß. Das wäre ganz scheiße. Ansonsten haben wir ein Problem, ein kleines. Ah, warte mal. Das hier sieht, ja, das hier sieht sehr danach aus, als könnte man hier runter. Und das kann man auch. Aber wenn wir schnell genug sind, dann können wir die Münzen mitnehmen. Und auch die Starcoin. Sehr gut. Ja, wie gesagt... Ich glaube, ich bin in der Lage, noch ein Projekt zu bringen, weil ich das Gefühl habe, dass letzten Sommer halt irgendwie, wenn man schaut, da ist nicht so ganz was gewesen, weißt du? Da war irgendwie nicht so ganz was auf dem Kanal, was zum Sommer gepasst hat. So. Und deswegen bin ich es meiner Meinung nach schuldig, ich zumindest. Ich bin es euch schuldig. Oh, der Tod, oder? Nee, der Tod kommt noch nicht. Ich bin es euch schuldig. Dass wir wenigstens mal noch so ein schönes Projekt halt eben haben, was man im Sommer halt spielt. So, und ich bin immer noch der Meinung, irgendwann kommt hier hinten mal eine Starcoin. Irgendwann. Hier sind diese komischen Beeren für Yoshi. Gibt's hier Yoshi? Nee, aber den Pinguinanzug, okay. So, das hier sind übrigens Sandfontänen. Die sind nur von der Textur geändert worden. Und wir haben den Pinguin verloren. Der ist so schlecht. Und wir sind klein. Das war noch schlechter. Oh mein Gott, man stirbt hier. Das. Oh ne, man stirbt hier nicht. Okay, vergesst es. Man stirbt hier doch nicht. Ein bisschen zu dramatisch. Aber okay, das ist, dürfte mir doch mal erlaubt sein, oder? Okay, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen belastend hier mit dem komischen Krabbenviech. Ich weiß gar nicht. Haben die einen Namen? Ich glaube nämlich nicht. Und wenn, dann weiß ich ihn nicht. Alter. Und wenn, dann weiß ich ihn nicht. So, aber jetzt haben wir den Pinguin wieder. Sehr gut. Ich hoffe, wir werfen ihn nicht gleich wieder einfach weg. Das wäre nämlich sehr schade. Hallo, bitte. Oh, leck mich doch am Arsch. Die roten Münzen einsammeln, schnell. Da unten sehe ich eine Starcoin. Da unten sehe ich eine Starcoin. Die holen wir uns direkt mal. Nice. Ich habe ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen gesehen. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich lerne es aber auch nicht mit diesen Fontänen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Wasserphysik da halt eigentlich jetzt kommen sollte, aber tut sie nicht. So, sie ist ja nicht da. So, hier einmal kurz den... Ich sehe nichts. Den Doppelsprung benutzen, um halt einmal die Starcoin zu bekommen. So, hier wieder diesmal nicht auf den draufspringen und vielleicht mal jetzt an die goldene Fahnenstange. Nice!
Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin euch da so ein bisschen schuldig, dass wir da ein bisschen was nachholen. Apropos nachholen, hier ist ein Secret Exit eigentlich, oder? Na, wir gucken mal, wir spielen mal erstmal weiter. Wir spielen mal erstmal weiter. So, das kennen wir schon. Bla bla bla, sei leise. So. Was soll ich sagen? Ja, stimmt. Wir spielen erstmal weiter. Secret Exit. Hole ich dann halt nach. So, bin ich jetzt ehrlich. Habe ich keine Lust zu suchen. Habe ich keine Lust. So, wir machen 1 Burg. Und ich glaube, ja, ich bin der größte Dödel der Welt, Alter. Ich glaube, ja, doch, die Einstellung dafür habe ich überarbeitet. Ich hatte nämlich mal hier mega beschissene Einstellungen für dieses Neigen der Wiimote bei dem Emulator hier. Und, Alter, ich sag's euch, es war grässlich. Die Steuerung war so schrecklich. Ich glaube, da gibt es sogar einen Rage wegen dem Scheiß. Ne? Da gab es mal einen Rage, deswegen im alten LP. Es lief aber nicht auf dem Würfel hier, auf dem Würfelkanal. Es lief woanders. Es lief auch damals noch auf meinem Kanal. Und Alter, ich sag's euch, ey. Jedes Mal, wenn ich irgendwie die Wiimote geneigt habe, dann hat sich Mario hier so gespinnt. Und das war grässlich. Es war schreckliche Scheiße. Alter. Und natürlich, jetzt muss ich auch immer noch Knöpfe drücken und alles. Ich habe da jetzt hier keine Wiimote angeschlossen. Warum? Ich weiß halt nicht, wie es geht, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und, ah, okay, hier ist aber, genau. Diese scheiß Jump-Blöcke. Hier ist aber eine Starcoin, sehr nice. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie man hier so eine Wiimote anschließt. Und ja, ich könnte natürlich recherchieren und so. Aber, wer macht denn sowas? Ne, mach mal erst das Ding weg. Ach so, geht durch ihn durch, na dann. Warte mal, hier kann man auch chillig hoch. Ist hier irgendwas? Nö, hier ist gar nichts. So, warte mal, mach mal du erstmal weg. So, und jetzt hier hoch. Nein, genau, das meine ich. Da bin ich jetzt dran gekommen an den komischen Kackknopf. Und ich merke gerade, wie ich meine Finger dafür ja eigentlich komplett verbiegen muss. Warte mal, aber hier ist doch was, oder? Nichts? Okay. Krass. Da ist nix. Da ist nix. Aber hier, nö, da auch nicht. Okay, ich sag's, ja. Ich sag's einfach gar nicht mehr. Da ist einfach gar nichts. Die Musik ist aber sehr nice. Darum lassen wir uns jetzt treffen. Da oben wird auch nichts sein. Komm, lass nach. Da oben wird nichts sein. Und man sieht's ja auch ein bisschen an der Wand. Aber da kann halt trotzdem was spawnen. So. Natürlich kriegen wir einen Stern. Das, was wir jetzt hier nicht gebrauchen könnten. Ein Stern. Okay. Können wir die eigentlich? Ja, die können wir damit tatsächlich bashen. Okay, nice. Okay. Hat jetzt nichts viel. Ne, hat wirklich nicht viel gebracht. Also, sorry, aber. Unnötig. Okay. Das war die letzte. Och, Bro, nö. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, oder? Kannst doch nicht sagen, dass das da das Ende ist, oder nicht? Tatsächlich ist die Boss-Tür. Da oben ist auch noch was. Hä, hey, what the fuck? Warte, ich spring mal runter. Ganz lebensmüde. Ja, wow. Hier wird nichts sein. Ja, okay. Wenn da unten doch was war, dann. Keine Ahnung, kauft euch Nice oder so von der Information. Schmutz, das war nicht gut. Ich hasse diese Springblöcke, die sind der größte Müll. Aber wenn man das timen kann, dann sollte das auch gut funktionieren. So, hier bitte einmal die. Hallo? Ja, genau. Mal die Blume mitnehmen. Ja, wenn man es könnte. Ich sagte, wenn man es könnte. Danke. Ja, Fail. Uns fehlt die zweite Starcoin. Dann muss ich sie ja mal suchen.
Na, erstmal fisten wir hier. Wer ist das? Lemmy? Keine Ahnung. Ich kann die Namen von diesen scheiß Cooperlingen nicht. Und ich glaube, die kann gefühlt keiner. Macht der Boden irgendwas? Oder ist der einfach da, weil er der Boden ist? Weil der sieht so aus, als könnte er. Na fuck, als könnte er sich bewegen. Aber ist nichts passiert. Sieht nämlich aus, als könnte der nach links und rechts oder nach oben und unten oder so gehen, aber tut er nicht. Dann nicht. Okay. Wo? Gott verdammt nochmal, ist die zweite Starcoin. War sie da, wo ich sie vermute? Ich hoffe mal nicht. Weil sonst kotze ich. Ja, safe, komm, mach safe. Ja, danke. So, schauen wir mal nach dem Speichern, wo die Starcoin ist. Und wenn sie da nicht ist. Ja komm, scheiß drauf. Lass dich einmal treffen und krieg die Blume, Alter. Unnötig. Ja. So, ja. Und schon sind wir wieder ganz unten. So schnell kann's gehen. Mit der Karriereleiter. So, was war hier? Hier war die erste, ne? Ah, hier war überhaupt nichts. Hier war nur der scheiß P-Switch. Mit 3 Münzen gefühlt. Alter, nicht da. Hallo? P-Switch? Danke. So, achtet auf die Wände. Denn an den Wänden ist oftmals dieser grüne Scheiß hier halt nicht da. Und dann kann es sein, dass man eventuell durch die Wand durch kann. Das kann mal passieren. Ist nicht oft der Fall, aber es kann halt passieren. So, und deswegen, da muss man aufpassen. Oder das da zum Beispiel. Wenn da nur grün ist. Ja, wow. Okay, dann haben wir das. Aua. Müssen wir nur einmal durchrennen. So, einmal kurz die Halbzeit. Let's go. Jetzt skillen wir hier durch. Ich sagte, wir skillen hier durch. Skillen hier durch. Skillen hier durch. Oh, meine Fresse. Ja, wir skillen hier durch, Jungs. Ich mach das, ne? Ich pack das. Ich schaff das. Irgendwann. Ich verspreche es euch. Ah, nein! Da war ein Item drin. Du Trottel. Du hättest ein Item kriegen können. Hier war nur die Starcoin. Da gab es kein Item. Kann man sich das gleich in den Arsch stecken. Oh, Mann, fuck. Hier gab es auch nur die Münzen. Ich find's schade, dass das nicht mehr wie bei New Super Mario Bros. Wii, bei New Super Mario Bros. DS mit, wenn du oft genug dran gesprungen bist halt, an diese Fragezeichen, Quatsch, an diese Blöcke, wo mehr Münzen drin sind, dass du da nicht halt einen Pilz draus kriegst oder sowas. Das fand ich war schon ein ziemlich geiles Feature. Aber, gibt's leider nicht mehr. Sondern diesmal bitte nicht treffen lassen, das wäre sehr schön. Ich würde gerne als großer Mario weitermachen. Das wäre sehr toll. So. Speedrun, hü. Nein, so, wir haben ihn besiegt. Sein Angriff sieht man ja. Der ist jetzt nicht sehr spannend. Und wir haben's gepackt. Also. Wenn ihr Bock drauf habt, auf diese entspannte Scheiße hier mit ein paar sommerlichen Leveln. Schaltet das nächste Mal wieder ein, denn dann wird es weitergehen. Und vielleicht kommt noch ein zweites Projekt. Je nachdem, wie das hier läuft, je nachdem, wie meine Zeit ist und je nachdem, wie das noch mit dem Sommer passt, weil wir sind ja schon langsam am Ende des Sommers, so Richtung Ende, gehen wir ja langsam Mitte, Ende. Das heißt also, so viel Zeit bleibt uns nicht mehr und wir müssen gucken, dass das hier nicht zum Herbstprojekt wird. So, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.